Besondere Ehrung für Tom Cruise. Am Mittwoch flogen Luftwaffenjets über das Gelände des Filmfestivals von Cannes. Grund für das Spektakel war die Premiere von Top Gun Maverick. Der Film ist die Fortsetzung des Kultfilms Top Gun, in dem Tom Cruise einen Kampfpiloten spielt. Cruise erschien auf dem roten Teppich gemeinsam mit den anderen Darstellern des Films, darunter Jennifer Connelly, John Hamm und Miles Teller. Auch Produzent Jerry Bruckheimer und der Drehbuchautor Christopher McQuarrie waren mit von der Partie. Auch im zweiten Top Gun-Film verkörpert Tom Cruise Pete Maverick Mitchell. Dieses Mal sieht sich der erfahrene Kampfpilot der Aufgabe gegenüber, eine neue Generation an Piloten auszubilden. Ursprünglich sollte der Film bereits im Jahr 2019 veröffentlicht werden. Aufgrund der Pandemie hatte sich dies verzögert. Das Filmfestival in Cannes findet in diesem Jahr vom 17. bis 28. Mai statt.